herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten um 5. Wie kommt die Europäische Union an mehr Impfstoff? Das ist das große Thema der EU-Staats- und Regierungschefs, die sich gerade online beraten. Bisher haben von den knapp 450 Millionen Menschen in der EU 62 Millionen mindestens eine erste Corona-Impfung bekommen, so EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Verteilung der Dosen sorgt unter den Mitgliedstaaten für Ärger. Der Impfstoff ist nicht das einzige, aber das Streitthema des Gipfels. Und das in gleich zwei Punkten. Der erste ist der Exportstopp. Nach dem Impfstofffund in Italien wird diese Forderung lauter. Gestern wurde bekannt, dass AstraZeneca 29 Millionen Impfdosen lagert, angeblich für arme Länder und die EU. Ihre Existenz war aber bislang unbekannt. Ein Beschlussentwurf für den Gipfel unterstreicht denn auch den Nutzen von Exportgenehmigungen. Von einem Exportstopp ist aber keine Rede, die Folgen zu sehr umstritten. Mehr Worte aus Wien zum zweiten Streitpunkt, die Verteilung von Impfstoff innerhalb der EU. Wenn hier Mitgliedstaaten deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung haben als andere, dann glaube ich, ist das ein sehr großes Thema für Europa. In Berlin sehen sie das anders. Jeder Staat habe die Chance auf Impfstoff, er müsse sie nur nutzen. Schieflagen würden vermieden, gerade durch das bestehende System der gemeinsamen Beschaffung. Wer jetzt sieht, dass selbst bei kleinen Unterschieden in den Verteilungen große Diskussionen ausbrechen, möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn einige Mitgliedstaaten Impfstoffe hätten, andere nicht. Im Streit um den Impfstoff hat die EU viel zu verlieren. In dieser Fernanalyse ist man sich einig, aber nicht in der Frage, wie man den Schaden abwenden kann. Der jüngste Anstieg der Corona-Infektionen kann nur durch einen weiteren Lockdown gestoppt werden, so der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Virus immun sei, gäbe es keine andere Lösung. In den vergangenen 24 Stunden wurden laut RKI 22.657 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 5.153 mehr als vergangenen Donnerstag. 228 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 113,3. Um die Infektionszahlen runterzukriegen, soll die Testpflicht für Reiserückkehrer verschärft werden. Ab Sonntag soll jeder vor dem Abflug nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, heißt es im Bundesgesundheitsministerium. Auch bei der Regierungserklärung der Kanzlerin heute ging es um das Krisenmanagement. Am Tag nach ihrer Entschuldigung hat Angela Merkel es eilig, ans Rednerpult zu kommen. Zu eilig. Es soll jetzt nicht mehr nur um ihre Fehler gehen, sondern auch um die Verantwortung aller anderen im Kampf gegen Virusmutationen, gegen das, was sie eine neue Pandemie nennt. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, mit möglichst viel Freiheit für jeden, mit möglichst viel Normalität für jeden, aber auch mit möglichst viel Rücksicht darauf, dass nicht Tausende von Menschen noch sterben müssen. Merkel kündigt schnelleres, flexibleres Impfen an, nach Ostern auch in den rund 50.000 Hausarztpraxen. Die AfD fordert dagegen, dass Deutschland aus der europäischen Impfstoffverteilung ausschert. Es liegt im deutschen Interesse, dass zuerst die Bürger dieses Landes geimpft werden. Darum hat sich die Bundesregierung zu kümmern. Merkel hofft, mit breiten Tests die dritte Viruswelle zu kontrollieren, etwa in Unternehmen. Verpflichtend aber werden die erst, wenn zu wenige Firmen freiwillig mitmachen. Wenn es stimmt, dass die Pandemie, dass das Infektionsgeschehen auch gerade in den Unternehmen so stark weitergegeben wird, hätte man dies jetzt auch verbindlich tun können. Die Grünen fordern, dass endlich mehr Tests in Schulen und Kitas kommen. Wir brauchen 100 Millionen Tests. 100 Millionen, wenn wir alle Kinder in diesem Land zweimal die Woche testen wollen. Das ist nicht so schwer auszurechnen. Nachdem Merkel sich mit strengeren Shutdown-Regeln nicht durchsetzen konnte, richtet sich nun also alle Hoffnung darauf, dass mehr getestet, mehr geimpft wird. Auf Schnelltests setzt auch das Saarland und lockert vom 6. April an die Corona-Maßnahmen. Ein Modellversuch. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält den Kurs jedoch für, Zitat, fahrlässig. Das Saarland hat eine 7-Tage-Inzidenz von 66. Von allen Bundesländern ist das die zweitniedrigste. Endlich wieder draußen essen, ins Theater, Kino, Sport. Das Saarland will öffnen nach Ostern. Voraussetzung: ein tagesaktueller negativer Test. Der Slogan zum Projekt: Impfen, Testen, Öffnen. Das Bundesland will flächendeckend zur Modellregion werden.
Ich glaube, das kann man nun wirklich verantworten und es dient sogar dazu, dass mehr getestet wird. Unser Ansatz geht davon aus, dass nicht mehr geöffnet wird, sondern vor allem mehr getestet. Und das ist ein Ansatz, der hilft, die Virusmutation zurückzudrängen. Das Saarland ist derzeit Spitzenreiter bei den Impfungen. Wegen der Grenznähe und des hohen Anteils an Mutationen werden nächste Woche 80.000 zusätzliche Impfdosen geliefert. Die Öffnungsoffensive stößt auf Kritik. Wir haben dem Saarland aus diesem Grunde auch zusätzlichen Impfstoff gegeben. Der Impfstoff ist von anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt worden. Und wir hätten daher uns gewünscht, dass entsprechend vorsichtig im Saarland operiert wird. Bisher war man im Saarland sehr zurückhaltend mit Lockerungen. Der neue Vorstoß überrascht. Es ist wahnsinnig verwirrend, ne? Also ich wäre froh, wir hätten strengere Regeln nochmal. Und die Leute müssen ja auch raus, ihr Geld verdienen. Und ja, Versuch ist es wert. Am 6. April soll es losgehen. Allerdings nur, wenn der Inzidenzwert unter 100 bleibt. Zahlen, Fakten, Interviews, alles, was Sie über die Pandemie wissen möchten, finden Sie auf ZDF Heute und der Heute-App. Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr einen so hohen Verlust gemacht wie noch nie in ihrer Geschichte. Erst 2022 erwartet sie wieder Gewinne. Schuld ist die Pandemie, aber nicht nur. Fast leere Bahnsteige und Züge, die nicht mal zu einem Drittel besetzt sind. Trotzdem lückenlose Fahrpläne. Das rächt sich jetzt. Mit fast 6 Milliarden Euro rutschte die Deutsche Bahn 2020 so tief in die roten Zahlen wie noch nie zuvor. Wenn Reisen nicht mehr gestattet, Kontakte beschränkt sind, ist klar, dass eben auch Nachfrage zurückgeht, Umsätze ausfallen. Und bei unserer Kostenstruktur ist auch klar, dass solche Umsatz- und Einnahmenausfälle aufs Ergebnis durchschlagen. Größter Verlustbringer sind zwar die leeren Züge, aber mit 1,4 Milliarden auch die erfolglose britische Bahntochter Arriva. Und mit knapp 1 Milliarde Rückstellungen für Mitarbeiterpensionen. Aus eigenen Mitteln wird die Bahn das Rekordminus nicht begleichen können, sollte daher 5 Milliarden Euro Staatshilfe bekommen. Doch bisher fehlt für den Blankoscheck die Genehmigung aus Brüssel. Zu Recht, sagt selbst ein langjähriger Berater der DB. Brüssel sagt ganz klar, es muss letzten Endes dazu dienen, eine Corona-bedingte Störung auszugleichen, aber nicht mehr. Und das heißt, es kann nicht darum gehen, jetzt beliebig Geld in die Bahn hineinzupumpen. So wird der Staatskonzern noch höhere Schulden machen, für die letztlich der Steuerzahler bürgt. Unter alter Führung. Auch das Beschluss des DB-Aufsichtsrats Richard Lutz soll für weitere 6 Jahre Chef im Bahntower bleiben. Es ist der größte Steuerbetrug Deutschlands. Um mehr als 30 Milliarden Euro haben Investoren durch Cum-Ex-Aktiendeals den Staat geprellt. Sie nutzten dafür eine Gesetzeslücke. Aktien mit Cum und ohne Ex-Dividende wurden so oft hin und her geschoben, bis das Finanzamt nicht mehr folgen konnte und die Investoren eine eigentlich nur einmal gezahlte Steuer auf Dividendenerlöse gleich mehrmals erstattete. Heute Prozessbeginn vor dem Landgericht Wiesbaden gegen einige Angeklagte. Wegen Corona verhandelt das Gericht in einer extra aufgebauten Halle auf der grünen Wiese. 6 Männer wollte man eigentlich in Wiesbaden vor Gericht stellen, weil sie den deutschen Staat betrogen haben sollen, um 113 Millionen Euro. Erschienen sind nur 2 von ihnen. Die anderen halten sich im Ausland auf, darunter eine zentrale Figur, Rechtsanwalt Hanno Berger. Der ehemalige Finanzbeamte wechselte die Seiten und erklärte schwerreichen Anlegern, wie sie noch reicher werden konnten. Durch sogenannte Cum-Ex-Deals mit riesigen Aktienpaketen rund um den Termin der Dividendenzahlung. Die Papiere schob man so trickreich hin und her, dass das Finanzamt nicht mehr folgen konnte. Am Ende wurden Steuern 2-mal zurückerstattet, die nur 1-mal gezahlt worden waren. Es handelt sich bei Cum-Ex-Geschäften um den größten Steuerraub in der Geschichte Deutschlands. Es geht um einen Steuerschaden von über 30 Milliarden Euro. Wir haben über 1000 Beschuldigte und es wird in 70 Fällen ermittelt. Vor Gericht stehen jetzt 2 ehemalige Mitarbeiter der Hypovereinsbank, die keinen Wohnsitz im Ausland haben. Der mutmaßliche Drahtzieher der Geschäfte hat sich erst einmal in Sicherheit gebracht. Anwalt Berger lebt im Schweizer Bergdorf Suez und beteuert seine Unschuld. Ob die Schweiz ihn ausliefert, ist fraglich. So kann er nun vom sonnigen Engadin aus verfolgen, wie anderen Beschuldigten der Prozess gemacht wird. Der Stau von Schiffen am Suezkanal wird immer länger.
Noch immer blockiert eines der größten Containerschiffe der Welt die wichtige Handelsroute. Schlepper versuchen, den 400 Meter langen Frachter zurück in die Fahrspur zu manövrieren. Der Frachter war nach einem Sandsturm auf Grund gelaufen. Frank Bethmann für uns an der Frankfurter Börse. Wie sehr trifft der blockierte Suezkanal die Weltwirtschaft? Na, es ist schon eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. 19.000 Schiffe passierten im vergangenen Jahr den Kanal mit mehr als 1 Milliarde Tonnen Fracht. Das bedeutet, dass jährlich 12% des gesamten Welthandels durch diese schmale Wasserstraße befördert werden. Jetzt ist diese Lebensader verstopft. Aktuell sollen dort schon über 100 Frachter und Containerschiffe im Stau stehen. Und damit wachsen natürlich auch die Kosten immens. Die Kosten, dass die Schiffe erst mit reichlich Verspätung ihre Zielhäfen erreichen werden, dass sich natürlich auch die Rückfrachten verspäten. Auch die deutsche Wirtschaft ist betroffen. Chemieindustrie und Maschinenbauer warnen vor einer Störung der Lieferketten. Die Schäden für die Weltwirtschaft gehen in die Milliarden. Und das alles nur, weil ein Schiff quer steht. Vielen Dank für diese Einordnung, Frank Bethmann. Gerne. In der Pandemie kaufen immer mehr Menschen online ein. Dabei gibt es viele Bezahlmöglichkeiten. Benutzt man Sofortüberweisung oder PayPal, können Unternehmen dafür jedoch eine Gebühr verlangen. So hat heute der Bundesgerichtshof geurteilt. Bei Flixbus eine Fahrkarte kaufen und komfortabel mit Sofortüberweisung oder PayPal bezahlen. Das ging bis vor einiger Zeit nur mit Aufschlag. Bei anderen Unternehmen ist das bis heute so, wenn man nicht per Karte bezahlt. Und das ist auch in Ordnung, so der Bundesgerichtshof. Denn bei PayPal und Sofortüberweisung liege der Fall anders. Hier wird ein Drittunternehmen dazwischen geschaltet und es kommt nicht nur zu einer Geldüberweisung, sondern dieses Drittunternehmen, das erbringt noch weitere Dienstleistungen. Und diese zusätzlichen Dienstleistungen, die dürfen vergütet werden. Seit 2018 dürfen Händler für die gängigsten Zahlungsmittel keine zusätzlichen Entgelte mehr verlangen. Dies gilt etwa für Überweisung, EC-Karte oder Kreditkarte. Zusätzliche Entgelte sind nun erlaubt bei PayPal und Sofortüberweisung. Die Wettbewerbszentrale, die gegen Flixbus geklagt hatte, begrüßt das Urteil. Endlich gäbe es Klarheit. Es geht darum, dass Unternehmer wissen wollen, darf ich das oder darf ich das nicht, weil sie setzen sich ja sonst dem Vorwurf aus, eben einen Rechtsverstoß zu begehen. Da PayPal den Händlern inzwischen Gebühren verbietet, droht zumindest hier keine Gebührenwelle. Kurz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island erreicht Corona auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Gladbacher Jonas Hofmann wurde positiv getestet und der Leipziger Marcel Halstenberg als Kontaktperson ersten Grades ausgemacht. Das Spiel soll aber trotzdem stattfinden. Und wir blicken auf die Wetteraussichten. In der Nacht im Norden Durchzug dichter Wolken, aber nur vereinzelt Regen, sonst größere Auflockerung. -2 Grad am Alpenrand bis +6 Grad im Emsland. Morgen wechselnd bewölkt, ganz im Norden vereinzelt Schauer, südlich der Donau sonnig, Höchstwerte 12 bis 18 Grad. Und am Samstag nass, kalt und stürmisch, Sonntag und Montag nur noch im Norden Regen und viel Wind, sonst viel Sonne und deutlich wärmer. Und das war's von uns. Um 19 Uhr begrüßt Sie hier Christian Sievers. Und jetzt geht's erstmal weiter mit Hallo Deutschland mit Tim Niedernölte. Schönen Abend Ihnen.